Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge von Avurion Trade. Ja, ich habe mir jetzt in Kreativmodus schnell einen Jäger gebaut, damit ich mir den hier nicht bauen muss. Bevor ich den euch zeige, gucken wir aber mal in Ausrüstung, ob sich hier was getan hat. Leider nicht den passenden Jäger, aber... So, den habe ich gebaut. Einfach mal so schnell und einfach. Ganz schnell. Und den möchte ich ja mit damit verbinden. Wir wollen ihn klein halten. Aber er soll schnell sein. Keine Punkte mehr. So, zack. Das wäre doch nett. Mit der Geschwindigkeit und Effizienz von 50 ist er doch super dabei, oder? Erstellen. Ich kann davon jetzt ganz viele kaufen. Du hast keinen Geschützturm ausgewählt. Ja, der Geschützturm ist auch weg, meine lieben Freunde. Okay, wie sieht's denn aus? Jetzt habe ich den, ja. Wie mache ich das am besten? Am besten wäre ja, wenn ich in irgendeine Station komme, habe ich dann irgendwie Material schon an Bord? Wie wäre es, wenn ich mal einfach mal gucke? Tannanit, Eisenschrott. Ja, okay. Nichts von all dem kann ich hier gerade gebrauchen. Gucken, wie teuer ist er denn? Produktionsaufwand wäre wirklich gering. Aber trotzdem bräuchte man dafür erstmal Trinium. Aber ich brauche jetzt, muss ja Trinium irgendwo herkriegen. Ressourcen, doch gibt's hier nicht, ne? Nee. Schrottplatz. Ressourcendepot. So, ein Ressourcendepot gucken wir mal kurz rein, bevor wir durchs Wurmloch springen. Das Wurmloch führt uns ja hier hinten hin. Ressourcendepot, da. Ressourcenhandel, now need. 16.000 kann man da kaufen. Für so ein schönes Abwrackschiff. So, Ressourcenhandel. Jetzt raffinieren alle. Ressourcenhandel. Station kaufen. Alles. Nehmen. Wunderbar. Das ist das falsche Wurmloch.
So, jetzt fliegen wir mal schön zurück und bauen auf einer Station einen Hangar. So, Energie aufgebraucht. Springen wir da hin. Was haben wir denn hier? Schwarzes Brett. Neue Möglichkeiten. Kakao. Okay, je höher das Level des Kampfpiloten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er noch droppt. Ist auf dem Wurmloch, wo ich durchfliegen muss, oder? Nee, ist ein Tor. Durchs östliche Tor. Nee, Nord. Aber da gucke ich noch mal rein. Trinium kann ich ja leider nicht kaufen. Das ist doch nett. Mein Schiff ist ja jetzt mittlerweile größer geworden. Hat ja auch gewisse Vorteile jetzt. Aus der Reichweite. Was haben wir da? Edelgoldmine. Wäre aber hier zur Wassermine eher. Zack, zur Wassermine. Weizenfarm. Güter handeln, Sauerstoff, Wasser brauchen die immer. Wir haben verkauft wieder Prozessoren. Das heißt, wir haben wieder ein richtig gutes Geldkonto, oder? 6,5 Millionen, das Geld wächst. Das läuft doch schon mal sehr gut. Seele, nee. Ich möchte bauen. Fehle bauen. Ich will keinen Lichtblock, ich möchte einen Hangar dir geben. Guck gerade, perfekte Stelle. Block angleichen, die XY machen wir mal aus.
Hangargröße so. Ist ja noch eine Farbe drin. Ja, das ist auch so eine Sache mit der Integrität. Ist auch mein Schiff, was da noch dran rockt. Produktion natürlich noch ein bisschen was draufsetzen, ne? So, wir machen auch Staffeln auf. Jäger, transferieren. Ist mir egal, ich mache ja nur einen Bauplan. Und sobald wir ja ein paar von den Jägern Bau haben, werden wir über Zeit. Dann geht das. Dann brauche ich die nur abholen. Befehle. Feinde angreifen. Fertig. So schön, dass du nichts hast. Wir fliegen ja jetzt weiter. Und zwar in das Kriegsgebiet. Sondern ein Kriegsgebiet, wo ich nicht reinfliege. Oder ich müsste eigentlich zurückfliegen, um Trinium zu kaufen. Das ist eigentlich die Sache, die ich brauche. Zurückfliegen, Trinium kaufen, damit hier Jäger produziert werden, die ich brauche. Südost, das ist das Falsche. Okay. Nehme ich doch lieber Sprung. Oder ich fliege durch schneller durchs Tor, als ich bevor ich springe hier. Habe jetzt keinen Schaden genommen, oder? Das Tor muss ich nehmen. Wollte schon sagen, muss schon treffen. So, dann muss ich ja dahin.
Der Kupferhändler lohnt sich auch, der hin und her fliegt. Dann dadurch. Und gleich mal eben Notiz machen. Trinium Abfrack. Herstellung. Was steht ja jetzt? Tribum. Wow. Trinium. Abfrack. Herstellung. Ressourcendepot. So, wo bist du, mein lieber Händler? Lieber Händlerkollege, ich kaufe ein paar Rohstoffe. Sie sind dringend gefragt bei meinen Schiffen. So, Ressourcenhandel. Trinium, alles kaufen. No need. Mal alles kaufen. So. Koston, da wird jetzt, meine ersten Jäger werden jetzt produziert. Das ist ja wunderbar. Dann gibt es hier auch noch Ressourcen, Doc. Erstmal hier so ziemlich viel wie möglich einkaufen, hier. An Trinium. Damit wir ja einige Abfragjäger kriegen. Aber auch mal hier jetzt mal wieder reingucken. Nachher haben wir hier einen schönen Abfangjäger. Nur Kampfjäger. Irgendwie schöne Kampfjäger, die auch schön schnell sind. Geschützturm, Trinium, Abwrack, Geschützturm, Titan, leider. Need Air. Eisüberlastung. Handelsupgrades, ja. Aber auch nett. Ausrüstung handeln. Kaufen.
Nuklear. Das wäre ja auch was, Torpedos bauen, ne? Ist auch nur ein Schrottplatz. Gibt es hier irgendwie noch einen grünen Punkt, wo ich hinfliegen könnte? Habe ich nur Notizen gemacht, dass ich hier Wasser verkaufen kann, aber. Ach, ich wollte ja Ressourcen kaufen. Ja, da war ja was. Hast du wieder welche? Trinium. Und hier sind Schrottschiffe. Das ist mein täglich Brot, mein Freund. Mit Abwrackjägern würde es natürlich noch schneller gehen. Aber die werden ja schon gebaut. Ein Schiff in diesem Sektor ruft um Hilfe. Habe ich aber gerade nicht wirklich Interesse dran, wenn ich ehrlich bin. Ist wahrscheinlich auch schon wieder zu spät, wa? Oder doch mal eben. Ich habe hier Schiffe zum Abwracken. Dreifach Maschinengewehr. Hätte ich jetzt schon meine Jäger hier. So, irgendwo schwirrte doch noch was und da. So, der wird noch auseinander gepflückt.
Doppeltrinier Opfergeschützturm. So ein paar Zahlen hier und Sachen, das sind wir auch mal gut. So. Auf zum Ressourcendepot. Da. Dann kaufen wir jetzt noch Trinium auf und dann geht's nämlich ab zu unseren Jägern. Dann holen wir uns schon, nämlich schon die Jäger, die fertig sind. Dann geht's hier ab. Nein! Oh, 3000. Das hat denen nicht gefallen, den meinen Freunden. Hohe Erze raffinieren, alle. Ressourcen handeln, kaufen. Alles. Kostet alles Geld. Nee. Sieht doch schon wieder ganz gut aus. Kann ich denn mein Schiff jetzt noch ein bisschen skalieren? Das sieht doch nett aus. Hast du das? Ja. Wurde das Schiff noch mal ein bisschen skaliert, das ist wunderbar. Dann noch ein paar Waffen dran, aber das machen wir gleich. Liebe Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Possi.